Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen beendete Buchreihen-Video. Wir sind jetzt bei der Nummer 17 angekommen. Oh mein Gott, es sind mittlerweile also, kurz rechnen, 34 Reihen, die ich euch jetzt vorgestellt habe, inklusive diesem Video. Aber wir sind noch lange, lange, lange nicht beim Ende angekommen, denn es gibt mittlerweile, also der aktuelle Stand, 78 beendete Buchreihen, die ich habe. Also ich habe insgesamt 78 Buchreihen beendet. Das ist, was so interessant ist an diesem Format, ist halt, dass ich diese Buchreihen wirklich beendet habe, weil Bücher, die ich wirklich nicht gut fand, also wenn da, wenn es auch nur ein Teil in der Reihe ist, meistens breche ich diese Buchreihen ab. Also ich bin niemand, der das komplett bis zum Ende durchzieht. In der Regel nicht. Ihr werdet sehen, dass es auch Ausnahmen gab. Aber ich bin eigentlich nicht jemand, der das dann weiter durchzieht. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass ich diese Bücher auch wirklich mochte. Und es passiert selten. Nein, es passiert eigentlich gar nicht so selten, wie man denkt. Ich mag eigentlich viele Bücher. Die erste Reihe, über die ich heute sprechen möchte, ist die Macht der Seelen-Reihe von Joss Stirling. Die besteht aus Finding Sky, Calling Crystal und Saving Phoenix. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Reihenfolge die haben. Also Finding Sky ist auf jeden Fall der erste. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, im Deutschen gibt es einen Unterschied zum englischen Titel bei einem Buch. Da ist dieser erste, dieses Verb ist ein bisschen anders, aber egal, es ist das gleiche Buch. Ja, das hier ist eine Reihe, da geht es um die, ich glaube, die ersten Xavante, wenn ich mich nicht ganz täusche. ja, und die haben halt übernatürliche Fähigkeiten. Jeder Xavant hat eine andere Fähigkeit. Was sie auch noch auszeichnet, ist einfach, dass sie Seelenverwandte haben. Das heißt, irgendwann in ihrem Leben, wenn sie viel Glück haben, aber meistens passiert es irgendwann, treffen sie auf diese eine Person, für die sie quasi bestimmt sind. Da können sie dann auch, ich glaube, die Gedankenübertragung funktioniert dann. Also sie können gegenseitig die Gedanken hören, wenn sie das wollen. Und sie fühlen sich einfach zueinander sehr stark hingezogen. Und das ist bei dieser Reihe eben bei allen Büchern der Fall, dass es sich eben um Xavante handelt. Die Buchreihe hat auch noch eine zweite Trilogie, die ich aber in einem anderen Video noch besprechen werde. Diese erste Trilogie und die zweite befassen sich immer mit einer bestimmten Familie. Und die besteht aus sehr vielen Brüdern. Also diese ganzen Brüder, um die geht es eben in den einzelnen Büchern. Allerdings geht es halt auch immer um die Frauen, die mit diesen Brüdern zusammenkommen. Und nach diesen sind eben auch die Bücher benannt. Das heißt, Finding Sky heißt, es geht um Sky. Calling Crystal heißt, es geht um Crystal. Und Saving Phoenix heißt, es geht um Phoenix. Die haben alle ziemlich abgeflippte Namen, finde ich persönlich. Nicht so ganz normal, aber egal. Die Typen auch. Die Typen auch. Puh. ja. Aber es geht auf jeden Fall im ersten Band um Sky und ich glaube Zed. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die haben auch so eine alphabetische Reihenfolge genommen, die Eltern für die Söhne. Also das ist jetzt der Jüngste, um den es in dem ersten Buch geht, seltsamerweise. Jedenfalls, ja, treffen die aufeinander und eigentlich findet sie den ganz doof, aber irgendwie fühlt sie sich dann auch doch zu ihm irgendwie hingezogen und sie weiß auch gar nichts von dieser ganzen Xavant-Welt. Das ist im Laufe der Reihe halt manchmal auch anders. Also manchmal haben wir halt auch Frauen, die wissen, dass sie ein Xavant sind. Heißt es Xavant? Xavant? Irgendwie so ähnlich. Also ich persönlich mochte diese Bücher wirklich gerne. Das klingt zwar richtig, richtig schlimm heute, wenn ich das aus meiner heutigen Sicht so höre. Was mir an den Büchern halt unheimlich gefallen hat, war der Humor. Weil es halt so Schlagabtausch gibt. Es hat so ein bisschen Hassliebe ja im ersten Band zum Beispiel. Das zieht sich aber nicht durch die ganze Reihe durch. Und ich fand diese Fähigkeiten halt auch ganz cool. Ich finde halt generell Bücher cool, wo so verschiedene Leute halt, also wo es quasi dieses System gibt, dass es magische Gaben gibt. Aber jeder hat irgendwie so eine andere. Und das fand ich hier auch cool, weil ich finde, da kann man unheimlich viel mitmachen aus Autorenperspektive jetzt. Weil man halt eigentlich alles, es steht eigentlich alles offen. Und natürlich gibt es in der Reihe dann auch so Gegenspieler, die halt versuchen, die irgendwie zu killen oder was in die Richtung. Die spielen aber eigentlich keine so wichtige Rolle, finde ich persönlich. Und eigentlich steht dieses Kennenlernen, diese Liebesgeschichte, das ist das, worauf der Fokus in dieser Reihe auf jeden Fall gelegt ist. Mir hat es aber gut gefallen, weil ich halt, wie gesagt, den Humor unheimlich gerne mochte und ich mochte auch eigentlich die Charaktere in den Büchern immer wirklich, wirklich gerne. Die zweite Reihe, um die es heute geht, zählte ganz lange zu meinen absoluten Lieblingsreihen
Und das ist die Infernal Devices Trilogie, beziehungsweise die Chroniken der Schattenjäger. Die wurde geschrieben von Cassandra Clare und sie besteht aus Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess. Ich persönlich war ein absolut riesiger Fan von diesem ersten Buch. Also Clockwork Angel hat mich völlig weggehauen. Also ich war absolut begeistert. Und da geht es eben, wie bei den Cassandra Clare Büchern, eigentlich immer um die Schattenjäger und die Downworlder, um diese ganze Welt, die sie da aufgebaut hat. Also für die, die es noch nicht kennen, Schattenjäger sind im Endeffekt Kick-Ass-Kämpfer, die übernatürliche Sachen sehen können, aber eigentlich ein bisschen so sind wie Menschen. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Die sind aber auch so geboren, die Schattenjäger. Beziehungsweise neuerdings kann man, glaube ich, auch zum Schattenjäger werden. Es gibt ja diese Schattenjäger-Akademie oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier so, dass wir uns aber in der Vergangenheit befinden. Also es ist ein historischer Roman. Es geht quasi um die Vorfahren von Jace Clary und dem ganzen Gedöns. Und es geht auch wieder um ein... Boah, wie heißt denn diese Dinger nochmal? Dieses Zentrum. Ich glaube, in New York ist, glaube ich, das in City of Bones. Und hier haben wir das in London. Also so ein Schattenjäger-Zentrale, die halt so ein bisschen aufpasst. Und da geht es vor allem um Tessa. Tessa ist keine Schattenjägerin, sondern sie ist Downworlderin. Und sie trifft aber eben auf Will. Es gibt da eine wundervolle Humor-, Hass-, Liebes-Gedöns-. Ich finde halt einfach, Will ist im Endeffekt wie Jace, nur halt in der Vergangenheit, weil er hat auch dieses Arrogante, er sieht unheimlich gut aus, aber er hat auch irgendwie diese dunkle, düstere Vergangenheit und es ist schwer, an ihn heranzukommen und das ist eigentlich genau der gleiche Charakter wie halt auch bei Jace. Bisschen schade eigentlich, aber was soll's, ne? Ja, jedenfalls geht es um diese beiden, vor allem in dieser Trilogie. Ich persönlich mochte, wie gesagt, den ersten Band mega gerne. Ich mochte auch den zweiten wirklich gerne. Ich fand auch diesen Steampunk-Flair, der da so ein bisschen mit reingekommen ist, wirklich cool. Das sieht man ja auch an den englischen Covern. Ich glaube, an den deutschen sieht man das auch sehr gut, dass das so ein bisschen Steampunk-mäßig ist. Und dieses Viktorianische gefällt mir halt auch total gut. Und ich finde, das war auch mal ein bisschen was anderes. Also es war nicht einfach immer nur das Fortführen von der Story, so wie das jetzt halt auch der Fall ist. Und ich habe auch aufgehört, die Cassandra Clare Bücher zu lesen, weil mir das einfach zu sehr immer das Gleiche gewesen ist. Und nur weil das jetzt, weiß ich nicht, ein lesbisches Pärchen ist, wird daraus nicht eine neue originelle Story oder halt ein schwules Pärchen oder Transgender oder ich glaube Polygamie ist da jetzt auch noch mit drin. Also das wird für mich dadurch nicht neu von der Idee her oder irgendwie originell oder so. Also sorry, das reicht einfach nicht. Ja, also deshalb, ich habe aufgehört nach den Chroniken der Unterwelt, nachdem ich die zweite Trilogie von den Chroniken der Unterwelt, aber da rede ich ja auch noch in einem anderen Video drüber. Chroniken der Schattenjäger hat mich vor allem der dritte Band ein bisschen enttäuscht. Also ich fand den ersten und den zweiten unheimlich gut und der dritte hat dann so ein bisschen... Das lag vor allem auch so an so ein paar Szenen, die ich so ein bisschen fand. Aber insgesamt fand ich die Reihe auf jeden Fall richtig, richtig gut und ich würde die auf jeden Fall auch empfehlen. Man kann auch mit dieser Reihe sehr gut starten. Also man kann auch damit anfangen, einfach Cassandra Clare Bücher zu lesen. Man muss nicht unbedingt mit City of Bones starten. Ich fand die besser als die City of Bones Trilogie, tatsächlich. Obwohl ich da halt finde, dass die stärker ein gleiches Niveau gehalten hat, die Mortal Instruments, die erste Trilogie. Aber hier finde ich einfach diese Idee ein bisschen frischer, ein bisschen neuer. Ich finde es eh immer cool, wenn es ein bisschen historisches Flair hat, aber trotzdem überzeugt. Das ist bei mir ganz selten der Fall, dass ich historisch angehauchte Bücher dann auch wirklich gut finde. Und das war hier aber einfach der Fall. Ich mochte die Charaktere, ich mochte den Humor, ich mochte die Kick-Ass-Szenen. Und ich kann diese Trilogie auf jeden Fall empfehlen. Ja, das war beendet Buchreihe Nummer 17. Im nächsten Video geht es um, das muss ich mal kurz nachgucken, um Godspeed und um die Darkest Powers Reihe. Das ist auch eine ziemlich unterbewertete Buchreihe, finde ich, also Darkest Powers. Mal gucken, was ich dazu sagen werde. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Lesen und goodbye.